Es herrscht Gedränge. Männer erklettern einen Baum. Ihre bulligen, untersetzten Körper klemmen sich zwischen die dichten Astgabeln. Sie krallen sich in den Furchen der Rinde fest. Ein Mann in rotem Gewand und mit rotem Hut hat seine nackten Beine um einen Ast geschlungen. Darunter sind zwei Ältere zu sehen, einer mit zu zwei Glocken zugeschnittenem Bart, der zweite mit einem seidigen Turban in dunklem Türkis. Freundschaftlich hat er die Hand auf die Schulter des Vorderen gelegt. Ein schmaler Ausblick in die Landschaft tut sich vor ihnen auf. Darunter verdichtet sich die Menge. Köpfe ragen hervor. Sie sind auf engstem Raum geschichtet, fast so wie farbige Pastel oder Pflastersteine. Sie tragen blaue, schwarze oder rote Kappen. Alle blicken gebannt nach links. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf einen unbestimmten Fokus. Im unteren Register und Vordergrund befinden sich die Frauen. Sie sind als Ganzkörperporträts und Vornehmer wiedergegeben. Ihre Haltungen sind anmutig und geschmeidig. Darunter eine Jüngere mit offenem Haar, die sich in fürsorglicher Geste vorbeugt, und zwei Sitzende mit weißen Kopftüchern, die ihre Kinder mitgeführt haben. Eine der beiden stillt, die andere schützt ihr Kleines unter einem kirschroten Mantel. Eine farbige Entsprechung zu dem ungelenken Kletterer in der Baumkrone. Auch ein Knabe ist dabei, der sich zu seinem Geschwist umdreht, und ein Einjähriger mit einer Flöte. Das ungewöhnliche Format, das Gemälde misst nur wenige Zentimeter in der Breite, aber etliche in der Höhe, ist ein Fragment. Eine Inschrift auf der Rückseite berichtet, dass die Tafel bei einer kriegerischen Brandsetzung aus dem Altar der Kirche im oberfränkischen Kulmbach herausgeschnitten und gerettet werden konnte. Nicht nur seiner Feinheit wegen wird das Gemälde, das sich heute in Oldenburg befindet, Lukas Cranach zugeschrieben. Kulmbach hatte sich 1524 der Reformation angeschlossen. Die Predigt des Johannes des Täufers, die hier wohl dargestellt ist, war ein im Protestantismus beliebtes Thema. In einem verwandten Gemälde von Cranach steht Johannes links auf einem Podium aus Astwerk. Sanft und zugeneigt spricht er zu der aufmerksam lauschenden Menge. In diesem Bild, das sich im Engelhorn-Museum in Mannheim befindet, gibt es eine Frau, die neben einem Kopftuch noch ein Band um den Mund trägt. In der Oldenburger Version ist sie in der Mitte des Bildes zu finden und prominenter platziert. Sie zieht unsere Aufmerksamkeit sofort auf sich. Nicht nur, weil sie sich zur Seite dreht und den kollektiven Blick nach links verweigert. Vor allem deswegen, weil sie ihr Gesicht mit einem Tuch verbirgt. Ähnlich wie ein heutiger Mund-Nasenschutz. Allerdings reizvoller und blütenweiß. Sicher weniger Schutz als Mode und vielsagender Schmuck. Ihre exquisite Vermummung vereinzelt sie und hebt sie zugleich bildlich hervor. Im Dickicht des Gruppenbildnis erscheint ein privates Porträt. Auch die Stirn der Frau ist mit einem strahlenden Leinen bandagiert. Dazu trägt sie eine gestickte Kette um den Hals, einen schwarzen Mantel mit Pelzbesatz und weiße Handschuhe. Von Lukas Cranach existiert ein Holzschnitt, der Katharina Bora, die Ehefrau Martin Luthers, als Witwe zeigt. In dem Bild von 1546 trägt sie eine gleichartige Robe, ebenfalls eine geflochtene Kette vor der Brust und dasselbe rätselhafte weiße Band vor dem Mund. Cranach war ein enger Vertrauter der Luthers. Er war als einer der wenigen bei der Trauung anwesend und hatte das Ehebildnis der beiden gemalt. Und für sein Gemälde der Predigt des Johannes, so lässt sich mutmaßen, setzt er sich direkt neben Katharina Bora ins Bild. Cranach zeigt sich mit breitkrempigem Hut und lockigem Bart, der in feinen goldenen Höhungen ausgeführt ist. Selbstbewusst, fast keck, blickt er uns an. Der Maler versetzt sich als Zeuge in das biblische Geschehen. Er ist Gewährsmann, Botschafter von Noblesse und zeitgeschichtlicher Reporter. Er positioniert sich dabei an den Rand der Tafel, an einer Schnittstelle von Wirklichkeit und Heilserzählung, um an Unmittelbarkeit und Verbindlichkeit zu appellieren. Nicht zuletzt stellt er eine Verbindung zwischen dem neutestamentlichen Täufer und Martin Luther her.
Warum Katharina gegen den Strom der Aufmerksamkeit das Innere sucht, bleibt ungewiss. Zu sehen ist, dass sie ihre Lider senkt. Ob sie nur nach unten blickt oder in einem Moment der Verinnerlichung dem eigenen Empfinden folgt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Vielleicht absorbiert sie die Worte des Täufers in einem Zustand der Trauer oder sie bemüht sich, wie ihr Ehemann Martin Luther, angesichts des Ausbruchs einer Seuche, den Tod nicht zu fürchten. Luther sagte, Zitat, »Wenn ich die Pest gleich 1000 Male an meinem Leibe hätte, ich habe Christus. Darum, so du Sünde, Krankheit, Armut oder anderes an dir siehst, sollst du nicht erschrecken. Tue die fleischlichen Augen zu und die geistlichen auf.«